Mittlerweile ist meine Tabelle zur Ernährungskontrolle in der Version 2 angekommen und es gibt so viele neue Änderungen, dass ich mir gedacht habe, ich mache doch mal ein neues Video. Wenn ihr die Tabelle öffnet, kommt ihr direkt in diese Übersicht, wo ihr alle wichtigen Funktionen auf einen Blick habt. Wenn ihr die Tabelle zum ersten Mal heruntergeladen habt, müsst ihr Internetinhalte und die Makrobearbeitung aktivieren. Das ist aber nur ein einziges Mal nötig. Wir gehen die Tabelle jetzt einfach Schritt für Schritt durch und schauen einfach mal, was ihr tun könnt, wenn ihr die Tabelle zum ersten Mal benutzt. Das erste, was wir tun sollten, ist den Kilokalorienbedarf berechnen. Dazu klicken wir auf das erste Feld und kommen automatisch in diese Übersicht. Zuerst geben wir unsere Grunddaten in die erste Zeile ein: Geschlecht, Alter, Gewicht und Größe. Dadurch errechnet sich schon der Grundumsatz, den der Körper täglich benötigt. Bei der Aktivitätenauswahl können wir auswählen, wie unser durchschnittlicher Tag aussieht. Haben wir einen Bürojob mit fast ausschließlich sitzender Tätigkeit oder eine körperlich anstrengende Arbeit? So ändert sich dementsprechend der tägliche Leistungsumsatz, den der Körper erbringen muss. Haben wir heute auch noch ein bisschen Sport gemacht? Nehmen wir an, 30 Minuten Krafttraining und waren auch noch eine Stunde lang joggen. Geben wir hier eine 4 ein für 4 mal 15. Und wir haben einen sportlichen Umsatz von 1000 Kilokalorien für heute. Zusammen errechnet sich dann aus dem Grundumsatz und dem Leistungsumsatz der Gesamtumsatz an Kilokalorien, den wir heute verbraucht haben. Fortgeschrittene Benutzer können natürlich auch noch eigene Daten hier eingeben, eigene Sportarten oder einen eigenen Peilfaktor, ganz wie ihr möchtet. Eine Übersicht von Sportarten und wie viel Kilokalorien man dort verbraucht, findet ihr in diesem Link. Ich brauche also eigentlich nur täglich meine Sportarten einfügen, denn die Grunddaten, die bleiben immer gleich. Habe ich das nun eingetragen und gehe zurück auf die Übersicht, hat sich der Wert hier oben angepasst. Dies sind nun die Kilokalorien, die ich heute insgesamt verbrauchen werde. Die Kilokalorien werden also automatisch über den Bedarfsrechner errechnet. Die Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett oder Zucker, die ich am Tag zu mir nehmen möchte, kann ich selber hier eintragen. Möchte ich zum Beispiel 250 Gramm Kohlenhydrate haben am Tag, trage ich das einfach hier ein. Beim Eiweiß kann man als Richtwert sagen, dass 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht völlig ausreichend sind. Bei Kraftsportlern darf es auch ruhig schon mal 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Als kleines Extra wird auch noch der Körperfettanteil angezeigt, den ich an diesem Tag verbrannt habe. Habe ich natürlich weniger Kalorien zu mir genommen, als ich eigentlich verbrauche, greift der Körper auf die Körperfettreserven zurück und verbrennt diese. Diese werden dann durch den Unterschied errechnet auf der Basis, dass 1 Gramm Fett circa 9 Kalorien hat. Das ist natürlich nicht hundertprozentig genau, aber gibt einen ungefähren Anhaltspunkt, wo man denn gerade steht. Nun schauen wir uns doch mal die Tabelle an, wie wir denn unsere Ernährung protokollieren. Ich lösche einfach mal den ersten Tag, den ich hier erstellt habe, und habe eine komplett leere Tabelle. Nun kann ich sagen, ich habe morgens ein Roggenvollkornbrot gegessen. Das ist die Nummer 35. Und ich habe zwei Scheiben gegessen, also zwei Portionen. Schon zeigt mir Excel direkt an, wie viel ich gegessen habe am Tag und wie die Mengenverteilung und Energieverteilung ist. Ich füge einfach noch mal ein paar Sachen mehr hinzu, zum Beispiel einen Orangensaft oder ein Ei oder zwei und vielleicht noch einen Apfel. Das war's. Nun kann ich direkt auch sehen, wie groß meine Portion war. Zum Beispiel habe ich nur ein halbes Glas Orangensaft genommen, kann ich auch 0,5 eintragen. Je nachdem, wie groß eure Portion war. Ich kann natürlich auch wieder ein Produkt löschen, indem ich einfach die ersten beiden orangenen Zellen lösche.
Wenn ich beispielsweise einkaufen war und habe ein neues Produkt, was noch nicht in dieser Liste aufgeführt ist, kann ich einfach über den Button Neues Produkt ein neues hinzufügen. Nehmen wir an, ich habe zum Beispiel eine neue Brötchensorte gekauft, zum Beispiel ein Eiweißbrötchen. Dann ist das die Kategorie Brot. Die Kategorie sollte immer mit den Kategorien übereinstimmen, die es hier gibt. Ansonsten habt ihr am Ende unendlich viele Kategorien und verliert den Überblick. Eine Portion sind ca. 120 Gramm. Die Kalorien und Kohlenhydrate und anderen Daten berechnen sich aus dem, was auf der Packung steht, pro 100 Gramm oder pro 100 Milliliter. Kalorien, ich weiß es jetzt nicht, aber ich sag mal 100, Kohlenhydrate 12, Eiweiß 24, Fett 3 und Zucker 2 Gramm pro 100 Gramm. Das trage ich jetzt ein. Manchmal kommt eine Fehlermeldung, wenn ich die komplette Tabelle hier anzeigen lasse, einfach auf OK und gut ist. Nun habe ich hier mein Eiweißbrötchen in der Tabelle mit eingefügt und kann es ganz normal nutzen. Die ersten ein, zwei Wochen verbringe ich natürlich damit, immer wieder neue Produkte einzutragen, was ein bisschen Arbeit ist. Aber da ich meistens immer die gleichen Sachen einkaufe, hat sich das nach 2 bis 3 Wochen schon erledigt. Und ich kann einfach nur noch die Nummer und Portion hier eintragen. Der Vorteil ist natürlich auch, dass wir nur genau die Produkte, die wir auch einkaufen, in dieser Tabelle haben. Zudem wird uns endlich mal bewusst, was wir denn eigentlich einkaufen und was hinten auf der Verpackung steht. Haben wir jetzt einen Fehler gemacht und möchten ein Produkt wieder löschen, gehen wir einfach in die Produkttabelle an das letzte Produkt und löschen einfach nur die letzte Zeile. Wir können wieder zurückgehen und sehen, dass hier jetzt ein Fehler ist. Das Eiweißbrötchen ist nicht mehr da, wenn wir auf Aktualisieren klicken. Und wir können das aus dieser Tabelle auch wieder löschen. Selbstverständlich können wir auch in der Produkttabelle jederzeit die Daten wieder anpassen oder ändern, wenn wir zum Beispiel ein neues Produkt kaufen, was eine leicht geänderte Nährstoffangabe hat. Möchten wir jetzt beispielsweise Daten aus einer alten Tabelle übernehmen, kopieren wir diese Daten einfach in der alten Tabelle und fügen sie in der neuen Tabelle unten an. Nun kann es natürlich sein, dass ich doppelte Produkte drin habe, die kann ich aber einfach entfernen, indem ich auf Doppelte entfernen klicke. Danach passe ich die Tabelle wieder automatisch an und ich habe nur noch von jedem Produkt eins in der Tabelle. Ich kann mit dieser Tabelle natürlich auch sehr gut meine nächsten Tage planen, wie denn meine Ernährung aussehen soll. Bestimmte Diäten oder sowas, die ich einhalten will. Oder wenn ich auf sportliche Wettkämpfe gehe, was ich denn die Tage vorher essen soll. Ich kann mir auch die Inhaltsstoffe sortieren lassen, zum Beispiel nach Eiweiß oder nach Kilokalorien und kann sie dementsprechend auswählen, wie ich sie denn gerade benötige. Ist der Tag zu Ende und ich kann hier nichts mehr eintragen, beziehungsweise habe genug gegessen für heute, kann ich diesen Tag protokollieren lassen. Ich klicke auf Tag protokollieren und automatisch werden die Produkte, die ich heute gegessen habe, mit der Portions- und Mengenangabe, dem Datum und der Gesamtübersicht hier oben in das Protokoll eingetragen. In diesem Protokoll können wir unsere ganzen Tage und Ernährungsgewohnheiten immer wieder nachvollziehen. Hier sehen wir alle Daten, zum Beispiel die Kalorien, die wir verbraucht haben an den Tagen, die wir gegessen haben und sogar die einzelnen Nahrungsmittel, die wir zu uns genommen haben, übersichtlich aufgelistet in dieser Tabelle. Wir können auch noch eigene Notizen hinzufügen oder bestimmte Protokolle löschen. Möchten wir beispielsweise nur die letzte Zeile löschen, klicken wir auf Letzte löschen. Oder möchten wir alle zurücksetzen, können wir auch hier auf Zurücksetzen klicken. Das Protokoll können wir uns nun auch übersichtlich in einem Diagramm anschauen. Hier oben sehen wir die Gesamtkalorien mit der Kurve der verbrauchten und der Kurve der gegessenen Kalorien
übersichtlich in einem Diagramm dargestellt. Wir können also direkt sehen, wann wir mehr gegessen haben, als wir verbraucht haben oder andersrum. Auch die Inhaltsstoffe können wir jederzeit nachvollziehen, wann wir zum Beispiel zu viel Eiweiß hatten oder zu wenig oder zu viel Zucker oder Fett, wie ihr gerade möchtet. Ganz unten seht ihr das Diagramm mit dem Fett verloren und zeigt euch an, an welchen Tagen ihr am meisten verloren habt und wann nicht. Jetzt möchte ich natürlich auch mein Gewicht protokollieren und schauen, wie sich mein Gewicht entwickelt. Ich klicke auf Gewicht protokollieren und gebe hier oben einfach meine Größe in Metern an. Als nächstes füge ich noch das aktuelle Startdatum hinzu mit dem Format, wie es in der Hilfe angegeben ist. Dann brauche ich einfach nur noch die Gewichte einzutragen und Excel fügt automatisch das Datum und den BMI hinzu. Habe ich also heute gemessen 63 Kilogramm, erstellt Excel automatisch eine neue Zeile mit den richtigen Daten. Das Diagramm wird natürlich auch aktualisiert und zeigt euch mit dieser dunklen Linie eine Trendlinie an, wie euer Gewicht sich aktuell entwickelt. Über Zurücksetzen könnt ihr die komplette Tabelle wieder löschen und habt wieder eine komplett leere Tabelle. Ich werde auch noch die Funktion hinzufügen, dass ihr nur die letzte Zeile löschen könnt. In der Übersicht habt ihr auch noch die Möglichkeit, euch den aktuellen Tag mit eurem Ernährungsplan drucken zu lassen. Der Druckbereich ist so gewählt, dass er diese Tabelle auf eine DIN A4 Seite druckt. Einfach über den Button Tag drucken gehen, den Drucker auswählen und OK klicken und diese Tabelle wird euch gedruckt. Das war es erstmal mit den wichtigsten Funktionen dieser Tabelle. Ich denke mal, diese Tabelle wird euch dabei helfen, eure Ernährung etwas genauer zu verstehen und wirklich mal eine Übersicht zu bekommen, was man am Tag wirklich zu sich nimmt. Zusätzlich kann man natürlich auch sehr gut mit dieser Tabelle seinen Tag planen, seine Ernährung für die nächsten Tage oder wie auch immer. Zusätzlich könnt ihr auch noch einen Trainingsplan hier reinschreiben oder für Leute mit einer Körperfettwaage gibt es auch noch die Funktion oder die Tabelle, wo ihr auch noch den Körperfettanteil, Wasser oder Muskel eintragen könnt. Das halte ich aber nicht für sehr sinnvoll, da diese freikäuflichen Körperfettwaagen doch sehr, sehr ungenau sind und bei mir selbst einen Körperfettanteil von 30% attestieren. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr mir natürlich einfach schreiben oder Kommentare hinterlassen und ich hoffe, die Tabelle wird euch viel Spaß bereiten und euch helfen, euer Wunschgewicht zu erreichen. Es gibt noch zu sagen, dass diese Tabelle erst ab Excel 2010 richtig funktioniert, da hier bestimmte Pivot-Tabellen benutzt werden, damit diese Kategorieauswahl funktioniert. Es geht auch ohne, aber da solltet ihr einfach mal probieren, ob das bei euch dann klappt oder nicht.